Verehrte liebe Frau Bundeskanzlerin, Herr Blüm, Frau Blüm, lieber verehrter Herr Laumann, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist für mich eine besondere Freude, heute hier zu stehen. Wir haben im Vorgespräch noch einmal Revue passieren lassen. Ich kann es nicht genau sagen, wann wir uns zum ersten Mal getroffen haben, aber es ist über 25 Jahre her. Und seitdem haben wir uns auch irgendwie nicht aus den Augen verloren, Herr Blüm. Er hat meinen Weg beobachtet, auch schon mal das eine oder andere kritisch bemerkt, aber im Großen und Ganzen sehr wohlwollend begleitet, was ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Bereich der katholischen Soziallehre und dann später natürlich auch als Bischof getan habe. Und umgekehrt war es genauso. Sein Wahlkreis war ja Dortmund-Brakel. Da hat er nie den Wahlkreis natürlich direkt holen können. Das war absolut unmöglich in Dortmund. Aber er tauchte öfter auf und wir haben Veranstaltungen gemeinsam gehabt. Und für mich war es eine immer wieder erfrischende Begegnung. Ein Mann, mit dem man diskutieren und streiten kann. Ein Mann, der für Prinzipien steht, der die Idee hat und der aus der katholischen Soziallehre wirklich Praxis gemacht hat. Das hat mich sehr beeindruckt als junger Priester damals und das hat mich auch motiviert, in diesem Bereich weiterzuarbeiten. Als ich nach Dortmund kam, als junger Priester in das Sozialinstitut des Erzbistums Paderborn, gab es auch eine Versammlung der CDA und der Vorsitzende sagte, Herr Rektor, bei uns ist es üblich hier, da müssen Sie eigentlich Mitglied werden. Und deswegen bin ich Mitglied der CDA geworden, habe das aber unter dem Vorbehalt getan, dass ich nicht dann automatisch auch in eine Partei eintrete. Das wurde mir versichert. So ist es wahrscheinlich historisch das erste Mal, dass im Kardinalskollegium ein CDA-Mitglied sitzt. Ist immerhin etwas. Wenn ich die letzten Jahrzehnte anschaue, fallen mir natürlich auch viele Ereignisse ein, Gesetzgebung, Diskussionen, Tagungen, so ähnlich wie Karl-Josef Laumann zu Recht sagte, das können wir gar nicht alles aufzählen heute Abend, was in diesen 30 Jahren, seit 1981, 82 wurde er dann Arbeitsminister, geschehen ist. Das wäre abendsprengend. Aber ein paar Punkte will ich doch Revue passieren lassen, ohne dass es zu einer Laudatio oder Festrede wird, sondern zu einer Verlebendigung dessen, was eigentlich die Grundideen der Soziallehre sind und wie sie auch heute aktualisiert werden müssten. Denn der Titel dieser Veranstaltung ist ja ein typisch blümscher Titel. Tiefschlaf oder Tatendrang, die Zukunft der christlich-sozialen Bewegung. Na, das ist natürlich eine rhetorische Frage. Er ist die Antwort darauf. Er gibt die Antwort durch seine eigene Existenz und durch das, was er in diesen Jahrzehnten getan hat. Und er will ja mit diesem Titel, von wem auch immer er dann letztlich gekommen ist, deutlich machen, beim Tiefschlaf darf es nicht bleiben. Die katholische Soziallehre und die christliche Sozialbewegung darf nicht komatös werden, sondern muss aufwachen, die Augen aufmachen, die Ohren aufmachen, um auch die neuen Herausforderungen zu sehen, vor denen wir stehen und die immer wieder von Neuem auch uns herausfordern. Das Thema vom Schlaf der Sozialbewegung, der christlichen Sozialbewegung, stammt ja von keinem Geringeren als Pater von Nell Bräuning. Ich habe ihn noch kennengelernt auch. Auch das war für mich eine große Begegnung, wenn ich morgens mit ihm gefrühstückt habe nach der Frühmesse in der Kommende und er nebenbei erzählen konnte, wissen Sie, das habe ich Brüning damals auch schon gesagt, war man doch als junger Priester etwas beeindruckt, das muss ich schon sagen. Er hielt große Stücke, übrigens Pater von Nell Bräuning, der den meisten hier natürlich bekannt ist, jedenfalls vom Namen her, große Stücke auf Norbert Blüm, das habe ich selbst von ihm gehört. Andere, deren Namen ich jetzt nicht nenne, sah er kritischer aus der christlich-sozialbewegung. Ich weiß an einen Namen noch, den ich in Erinnerung habe, wo er, und das ist typisch wieder für Blüm, um die Ecke herum gedacht, ja, das ist ein Etatist, der alte Pater Nell. Und das war Blüm eben nicht in seinen Augen. Ein Etatist, der alles vom Staat erwartete, sondern der wirklich die Soziallehre der Kirche, vor allen Dingen das Leitwort auch der Subsidiarität, auch wirklich verstanden hatte. Also das dazu. Pater von Nell hatte dieses Wort aufgebracht. Die katholische Sozialbewegung ist eines sanften Todes entschlafen. Wer weckt sie auf?
Und dann gab es eine Antwort in der damaligen Zeit vom Soziologen Franz Xaver Kaufmann, auch manchen von Ihnen sicher ein Begriff, der versuchte zu erklären, ja, warum ist dieser Schlaf entstanden? Warum ist sie eingeschlafen? Und er vertrat die These, sie ist an ihrem Erfolg eigentlich eingeschlafen. Da war etwas daran, wenn man die Sozialbewegung anschaut, vom 19. Jahrhundert bis in die 20er Jahre, in die 50er Jahre, die katholische Sozialbewegung, wir dürfen das ruhig weiterfassen, die christliche Sozialbewegung ist ja älter als die soziale Marktwirtschaft, das ist hier einfach dasselbe, sondern die Bewegung, die aus dem christlichen Geist kam, die Welt zu verändern, zu verbessern, die Arbeitnehmer hineinzunehmen. Es gab die sozialistischen Bewegungen, aber es gab eben auch eine starke, große Tradition der christlichen Bewegung hin auf mehr soziale Gerechtigkeit. Das hatte irgendwo einen Grad der Saturiertheit erreicht mit den großen Sozialversicherungen, mit den sozialstaatlichen Errungenschaften. Und das war jedenfalls die Theorie von Franz Xaver Kaufmann. Das ist ein Grund, warum einige schläfrig geworden sind und meinen, wir haben ja alles erreicht. Blüm gehörte natürlich nicht zu denen. Und wir haben ja gerade auch vom heutigen CDA-Vorsitzenden gehört, dass die Probleme weiterhin da sind und wir nicht einfach an einem Punkt angekommen sind, wo man sagt, nun haben wir das erreicht, was man erreichen kann. Und deswegen ist es sehr wichtig, diese Schlafneigung, dieses Einschläfernde, was sich ja auch mit der Säkularisierung zu tun hat, aber nicht nur, immer wieder zu verhindern, aufrüttelnd darauf aufmerksam zu machen, dass es noch etwas zu tun gilt. Diese Neugierde, dieser Impetus hat etwas zu tun mit dem christlichen Glauben. Es ist vor einigen Monaten auch in Deutsch erschienen, ein sehr interessantes kleines Büchlein des französischen Philosophen Philipp Nemo, Was ist der Westen? Und er schreibt philosophisch natürlich noch einmal tiefergehend, woher kommt das mit dem Westen? Und da kommt auch die Idee des Christentums, die wesentlich mit der Idee des Westens verbunden ist. Und er sagt, er nennt das die päpstliche Revolution im Mittelalter, war die, denkerisch auf den Punkt zu kommen, so wie die Welt ist, so darf sie nicht bleiben. Das ist nicht nur eine päpstliche Revolution, das ist im Grunde grundgelegt bei den Propheten, das geht durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Manchmal ist es eingeschlafen, manchmal ist es verdrängt, aber es ist immer wieder da, die Welt, wie sie hier ist, ist verbesserungsfähig und man muss sie verbessern. Das ist ein Impuls, den halten wir für selbstverständlich. Der ist aber nicht selbstverständlich. Es gibt auch Kulturen, die von der immer wiederkehrenden, gleichbleibenden Realität ausgehen, die kreisförmig denken. Die christliche Kultur denkt linear nach vorne hin und wartet auf die Wiederkunft des Herrn. Und da werden die Bücher geöffnet. Und da wird, wie wir ja wissen, aus dem Matthäusevangelium gefragt, ja, was habt ihr getan? Was habt ihr mit dieser Welt gemacht? Nicht, wie seid ihr selbstzufrieden durchs Leben gegangen, sondern was ist geschehen? Und nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich. Das ist etwas, was, glaube ich, von außerordentlicher Bedeutung ist und als Impetus auch die christlich-soziale Bewegung geprägt hat, die eine große Erfolgsgeschichte ist. Nicht alles, was wir an Errungenschaften haben im Sozialstaat oder in der Zivilisation der Gerechtigkeit und des Respektes in unserem Land geht auf das Christentum zurück. Ich will das gar nicht behaupten, dass alles auf das Christentum zurückgeht. Aber der wesentliche Teil dessen, was wir vom Menschen denken und wie wir Gesellschaft aufbauen, unsere Idee der Gerechtigkeit, der Solidarität, gehen natürlich auf diese großen biblischen Traditionen zurück. Und selbst die, die es nicht wissen, müssen in der großen Geschichte dieser Ideen erkennen, dass das von da kommt. Darauf können wir uns nicht viel einbilden. Wir leben heute und müssen es heute begründen und deutlich machen, wie der Zusammenhang ist und wie wir ihn auch konkret in die aktuelle Diskussion einbringen. Und nicht nur auf den großen Traditionen sitzen, sie behüten, sie zelebrieren und beweihräuchern, sondern daraus etwas machen, was für heute argumentativ stark und durchsetzungsfähig ist. Das ist unsere Aufgabe, auch für jemanden, der vielleicht nicht in der politischen Praxis steht, obwohl es mich vielleicht früher gereizt hätte, aber das ist jetzt abgetan. Es gibt andere Aufgaben zu tun, aber doch auch in der Begleitung und Ermutigung dort Hinweise zu geben, wie man das umsetzen kann. Und deshalb gibt es eine neue Wachsamkeit. Die neue Wachsamkeit für die
Sozialbewegung, für die christliche Sozialbewegung, beginnt für mich mit dem Jahre 1981, weil ich dort angefangen bin, in diesem Jahr in der Kommende. Aber nicht, das ist mir eine äußere Geschichte. Was war 1981 geschehen? 1981 stieg die Zahl der Arbeitslosen im Westen unseres Vaterlandes auf 1 Million. Eine unglaubliche Beunruhigung, ein Skandal. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich dann die Tagung mit 27 Jahren, wie gesagt, oder 28 Jahren vorbereitete und den Josef Stingel anrief, den ich nicht kannte natürlich, aber der sofort zusagte, zu einer Tagung zu kommen. Dann den Pater von Nell anrief, der auch sofort zusagte. Für mich war das ein Schlüsselerlebnis, nämlich zu erkennen, dass hier etwas in Gang kommt, was wir so nicht hinnehmen können. Diese Bewegung ging dann weiterhin auf das gemeinsame Wort der Kirchen. Eine Spaltung geht durch unser Land, die Massenarbeitslosigkeit verfestigt sich. Aber es gab eben noch ein Ereignis darin, was auch zu einer erhöhten Wachsamkeit hätte führen müssen, aber nicht unbedingt geführt hat. Das ist das Jahr 1989 und die Wende. Das Jahr des Umbruchs in unserem Land und in Europa und in der Welt, eines glücklichen Umbruchs. Und es erschien 1991 die Enzyklika von Johannes Paul II. Centesimus Annus, eine große Magna Carta der Soziallehre, auch im Blick gerade auf das, was eine verantwortete Marktwirtschaft ist. Und da hat mich ein Anfangssatz bis heute begleitet. Im ersten Teil heißt es, scheinbar ist der Kapitalismus der Sieger, fragt der Papst. Ich sage es mit meinen Worten. Stimmt das eigentlich? Nein, sagt er, genau wie Karl Josef Laumann. Sondern was hat denn gesiegt? Die Freiheit hat gesiegt. Und dann kommt die Argumentation des Papstes, wenn der Kapitalismus, wie er sich jetzt dort darstellt, nicht die Probleme der sozialen Gerechtigkeit weltweit besser löst, dann werden die alten Ideologien alle wiederkommen. Und dann sagt der Papst wörtlich jetzt, es gibt die Gefahr, dass sich eine radikale kapitalistische Ideologie breitmacht und sich über alles wölbt. Und genau das ist eingetreten. Genau das ist eingetreten in den 90er Jahren. Und deswegen hätten wir auch wach werden müssen. Es ist manches geschehen, wo man den Eindruck hatte, wir sind in gewisser Weise einem Prozess ausgeliefert, der nicht mehr politisch gestaltet wird, sondern alle Lebensumstände, alle Wirklichkeit, Arbeit wurde genannt, hat sich einem evolutiven Prozess, der weltweit abläuft, anzupassen. Das heißt, es geht um Anpassung an etwas, was wir selber nicht gestalten können. Spätestens da hatte ich den Eindruck, das geht zu weit. Natürlich gibt es immer wieder Anpassungen. Wir sind auf der Welt, das sind banale Erkenntnisse. Aber zu sagen, hier gibt es eine weltweite kapitalistische Entwicklung und wir haben im Grunde genommen der Melodie der Kapitalmärkte und der Renditeerwartungen all unsere gesellschaftlichen Strukturen, ich übertreibe nur leicht, anzupassen, war ein großer Irrtum. War ein großer Irrtum. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Soziallehre hätte wach machen müssen, die Sozialbewegung wach machen müssen. Vielleicht hätte man deutlicher sprechen müssen. Das gemeinsame Wort der Kirchen war so ein Punkt. Ökumenisch versammelt haben wir ja in 3 Jahren in einem konsultativen Prozess, ich war noch nicht Bischof, habe mich intensiv daran beteiligt, darauf hingewiesen. Das wurde von einigen sehr kritisiert. Es gibt hier im Raum sicher eine ganze Reihe von Personen, die daran aktiv mitgewirkt haben. Da habe ich Sie zum ersten Mal in der Fraktion der CDU gesehen und ich hörte, wie Schäuble sagte, auf den müssen wir achten. Oder jedenfalls ein Mann der Zukunft. Und ich kann mich gut an diese Diskussion 93, 94, 95 erinnern. Also, ein wichtiger Punkt. Es ist noch nicht zu spät. Manches ist jetzt wieder deutlich geworden.